Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlauts-Video. Ich war auf der SNEC, der weltgrößten Photovoltaikmesse. Wobei dieser Begriff nicht mehr so ganz korrekt ist, denn es geht nicht mehr nur um Photovoltaik selbst, sondern natürlich auch um das große Ganze drumherum. Also Speicherlösungen, Sektorenkopplung bzw. Sektorendurchdringung und, wie kann es anders sein, natürlich auch um AI. Ich habe bereits in Podcast-Folge CT239 ausführlich darüber gesprochen. Ein paar Daten zur Messe selbst. Sie fand auf dem Messegelände des National Convention and Exhibition Centers in Hongqiao statt. Es kamen 600.000 Besucher, 3.000 Aussteller waren dort, die insgesamt aus 95 Nationen stammten. Zwei Drittel davon stammten aus China. Mich persönlich hat besonders gefreut, dass mehr Aussteller und Besucher aus Afrika auf die Messe kamen. Hier mal die wichtigsten Highlights der Messe aus meiner Sicht. Erstens, das wären zum Beispiel Battery Energy Storage Systems, also BESS. Also zum Beispiel 587 bzw. 684 Amperestunden Zellen, das ist schon ziemlich gut. Dann modulare Systeme von 10 Fuß bis 30 Fuß bis zu 12,5 Megawattstunden. Dann hochentwickelte Utility-Lösungen von SunGrow zum Beispiel. Und vieles mehr in diesem Bereich. Dann Smart Operation and Maintenance. Also dazu gehört zum Beispiel Predictive Maintenance, AI, Integration und so weiter und so fort für den Betrieb einer Solaranlage. All das, was dazu gehört, um die am Laufen zu halten, für 20 Jahre zum Beispiel. Und dann, natürlich ist es immer noch eine PV-Messe, gab es auch sehr viele PV-Innovationen. Also interessant und was man in der Presse natürlich auch so gelesen hat, sind zum Beispiel 850-Watt-Module, und selbstredend, dass die Wirkungsgrade in den einzelnen Technologien gesteigert wurden. Da komme ich gleich zu. Zu den Technologien im Einzelnen. Ganz oben natürlich TOPCon nach wie vor, also Tunnel Oxide Passivated Contact. Diese Technologie steht nach wie vor auf Platz 1 in der Marktdominanz. Der Standard von 2382 x 1134 mm hat sich meines Erachtens durchgesetzt. Das ist das, was man jetzt überall kaufen kann. Zweite Technologie, Back Contact natürlich. Hat mittlerweile eine Effizienz von fast 26%, zum Beispiel von LONGi. Die dritte Technologie, EdgeGT, ist zwar eine sehr alte Technologie, das Patent wurde durch Japan sehr eifersüchtig bis zum Ablauf desselben gehütet, aber sie könnte heute noch ganz oben mitspielen. Besonders charmant an EdgeGT ist, sind die super dünnen, immer bifazialen Zellen und der Zero Busbar, das heißt, das macht optisch auch einiges her. Und viertens, Perovskit-Tandemzellen. Perovskit ist aktuell des Forschers liebstes Kind. Insbesondere Perovskit-Tandemzellen waren auf der Konferenz der heiße Scheiß. Zwar legt diese Technologie beeindruckende Rekorde von zum Beispiel 30,6% hin, aber die Herausforderungen bei der Überführung in die Praxis sind immer noch enorm. An der wird sich jedoch zeigen, ob Perovskite eine Chance im Mainstream bekommen oder in der Nische stecken bleiben. Wie wurde die Messe aufgenommen? Sehr gut, würde ich sagen. Okay, hi guys, I'm going to introduce these new devices we are going to launch in German market. We call this is eTower 2.0 or eTower High Voltage HV. And it comes with all-in-one status, single tower which could combine with PCS, two batteries, and if you want to add in more, maximum you can add it six battery packs together. And for each pack that comes with 4.8 kilowatt hour capacity, and for the PCS, it will be start from 5 kilowatts per kilowatt to 15 kilowatts.
Mein Fazit zur Messe, wer zukünftig bestehen will, muss Technologie, Kosten und Anwendung und Nachhaltigkeit intelligent verknüpfen. Der Wettbewerb verlagert sich weg von reinem Volumen hin zur systemischen Lösungskompetenz, also von dem rein skalengetriebenen Wachstum hin zu wertschöpfungsorientierter Differenzierung. Das heißt auch, dass nicht vertikal integrierte Hersteller, so sie nicht in Nischen agieren, über kurz oder lang den Markt verlassen werden. Mein Rat an die europäische bzw. deutsche Solarindustrie: Der Zug wieder oben, also hinsichtlich Qualität, Kosten und Innovation auf dem Weltmarkt mitzuspielen, ist noch nicht komplett abgefahren. Aber das Aufspringen gelingt nur, wenn Europa bzw. Deutschland in der Politik und der PV-Industrie aktiv auf die Chinesen zugehen. Mehr zu diesem Thema findet ihr in meinem Podcast China Tagebuch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Kritik habt, dann gerne her damit. Nicht vergessen zu abonnieren, liken, kommentieren und so weiter. Das wär's für heute soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.